Moin zusammen. Heute bemalen wir von den Waldelfen das Blood Bowl Team. Und klassisch für Waldelfen werde ich das in grün halten mit ein bisschen rot. Und ja, springen wir doch gleich ins Video. Bis gleich. Gut, da sind wir. Für die Figur braucht ihr Scorpion Green, Snotling Green, Scab Red und als Washes nehmen wir Red Wash, Flash Wash und Green Tone von Army Painter, Quickshade oder halt Citadel. Und wir fangen hier jetzt an mit dem Snotling Green. Damit mache ich Arme, Beine und Schuhe, Handschuhe und Schulterplatten werde ich in dunkelgrün machen. Wie immer ein bisschen Musik und bis gleich. So, wenn wir das haben, werde ich jetzt als nächstes die Verzierungen rot machen. Das ist der Lendenschutz zum Beispiel und die Gesichtsmaske. Und natürlich müssen wir auch noch die Haut bemalen. Auch das machen wir und sehen uns dann gleich. So, hier mal ein kurzes Kommentar aus dem Cut, das habe ich nämlich vergessen. Als Hautton benutze ich tatsächlich Elfenflash. So, nachdem ich auch die Haare noch rot gemacht habe, die ich dann vielleicht mit einem, also mit dem roten Wash werde ich sie ja bemalen und dann gehe ich nochmal bei den Haarspitzen und ja, markanten Stellen gehe ich dann nochmal mit rot drüber. Jetzt nehmen wir das Flash Tone und bemalen die Haut. Nachdem wir die Haut gemacht haben, lassen wir kurz trocknen und machen uns an die grünen Sachen, wofür ich das Green Tone benutze. Von Army Painter und dann natürlich noch die roten Sachen, also sprich die Haare, ein bisschen vorsichtig auf die Maske und den Lendenschurz. Ebenfalls werde ich beim Lendenschurz vorsichtig die Kanten ein bisschen aufhellen. Bis gleich! So, damit ist er fertig gewascht. Jetzt lasse ich den nochmal kurz ein bisschen trocknen. Und dann geht es natürlich nochmal kurz an das Base. Ihr seht, er sieht sehr, sehr schön aus, finde ich. Wer sich natürlich noch mehr Arbeit machen möchte, der kann jetzt natürlich noch anfangen, die Haut wieder ein bisschen aufzuhellen. Die Kanten an den Schuhen, an den Handschuhen etc. Finde ich aber für normale Blood Bowl-Figuren jetzt ja, übertrieben. Das kann man halt auch lassen. Und vor allem deswegen, weil ich das Waldelfen-Team gar nicht spiele. Habe ich aber nie laut gesagt. So, als nächstes brauchen wir dann natürlich noch den Bastelleim. Und da tragen wir, wie auch in einem meiner Videos, tragen wir ein bisschen auf, packen den Pinsel wieder ein bisschen ins Wasser, damit das Ganze ein bisschen dünner ist, verteilen das alles auf dem Base und dann kommt wieder das allseits beliebte Grasstreu drauf. Und dann habe ich mir überlegt, noch zwei Büsche oder Grasbüschel, das sind ja keine Büsche, Grasbüschel,
aufzumachen und ein bisschen von diesem kleinen Stein, die ich habe, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Granit? Nee, nicht Granit. Aber sieht aus wie Kies. No. Das packe ich da auch noch drauf. Und ja, schauen wir mal, wie es hinterher aussieht, ne? Bis gleich. So, fertig ist er. Ich finde, das ist ganz gut geworden. Auch mit dem Kies so, dass er ein bisschen hier über den Rand geht. Finde ich supi. Gefällt mir. So, jetzt lasse ich den trocknen. Dann kommt noch das Vanish wieder drauf. Und dann haben wir schon wieder einen Blood Bowl-Spieler. Für die Massen. Gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und hier ist er nochmal in groß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bye, bye.